So, Digi, wir gehen mal rein, wir gucken uns mal an, was da erzählt wurde. Meinung zu Leon Lovelock. Die sind am Ende sind die nicht so aufgewachsen wie ich und am Ende sind die nicht aus derselben Welt. Und am Ende sind es austauschbare Leute, die es einfach nicht gebacken kriegen und dann ganz crazy Sachen abziehen und dann. Das Wichtigste ist für mich persönlich, dass ich mit mir selber im Reinen bin am Ende des Tages so. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Warum macht Flair mit deinem Feind Interview? Oha, Digga, als ob ich den irgendwie gepachtet hab, Bro, was laberst du? Alles cool. Ey, was geht da ab, Bruder? Wo haben die denn erzählt? Kann mir einer die genaue Minute sagen bei Cynic Video, wo Flair, wo die da über mich geredet haben? Weiß das einer? Als Zeichen der maximalen Respektsbekundung. Haut's, na Mann. Oh Gott, da kommen schon wieder negative Vibes hoch, wenn ich den Bruder nur sehe. Schiss, Digga. So, 1, 2, Vom 14. Straßensound und sie sind Streetwork. So, Digi, wir gehen mal rein, wir gucken uns mal an, was da erzählt wurde. Ich krieg das mit, ne? Immer wieder wird das zum Thema. Ich glaube auch dieser Kalifornier-Typ aus Texas hat auch in voll vielen Interviews immer mal wieder meinen Namen erwähnt oder auf irgendwelche Songs von mir reagiert mit PA zusammen oder so. Keine Ahnung, habe ich immer mal wieder gehört so. Und ja, Bro, danke für die Promo auf jeden Fall an der Stelle. Die kommen halt auch nicht drüber hinweg. Wir nehmen das als Easy Upload mal mit jetzt hier, was hier passiert ist. Schauen wir mal. Ah, gut. Wenn das der neue, wenn das der neue, wenn das, wenn, wenn, wenn Leute sagen, sie nennen sich TV Straßensound und sie sind Streetworker und wenn sie sagen, sie haben ein Herz für Hip-Hop und für Straße und machen Da geht's Interviews und um gehen. Burak, glaube ich, gerade, ne? Da war ja auch irgendwas gewesen, habe ich gehört. Ich weiß nicht genau, was da war. Irgendwie hat sich keiner von denen richtig in der Öffentlichkeit dazu geäußert, so. Aber da war irgendwo Stress, ne? Mit Flair und Burak irgendwie. Die Welt und verhalten sich dann so, wenn das der neue Ton ist, dann ist doch okay. Okay, verstehe. Schreibe schon voll viel in den Chat, Meinung zu Leon Lovelock, krass. Obligatorischer Jahresrückblick mit Roos, dieses Jahr geplant, obwohl es geht, glaube ich, geht das noch wegen seiner Gesundheit? An der Stelle gute Besserung auf jeden Fall nochmal. Wenn wir das hinbekommen wegen seiner Gesundheit, wo wir uns treffen, wo wir das machen, dass ich ihm entgegenkomme, dann machen wir das, ja. Okay. Meinung zu Leon Lovelock. Hat jetzt nicht mehr so viel mit Hip-Hop zu tun und ich finde, man ist viel zu viel auf die ganzen Leute immer zugegangen, weil man dachte, okay, YouTube ist irgendwie ein Teil von Hip-Hop geworden und so. Und ich merke, dass bei all diesen Leuten, da kannst du aber auch Burak mit reinnehmen, ne? Dass sozusagen, wenn die sind, am Ende sind die nicht so aufgewachsen wie ich und am Ende sind die nicht aus derselben Welt. Und dann wird's, man legt da Hoffnung in die Leute oder man supportet die Leute. Und am Ende sind es austauschbare Leute, die es einfach nicht gebacken kriegen und dann ganz crazy Sachen abziehen. Und dann macht man sich zum Hampel im Internet, dass man denen überhaupt so viel entgegengebracht hat. So. Also für mich sind das alles Leute, so die. Ich verstehe die alle nicht. Für mich kommen die aus einer anderen Welt. Und wenn die dann halt so mit ihrem Leben nicht klarkommen und dann weinen vor der Kamera und dann ins Ausland gehen und dann rappen die mal einen Song und dann kommen die wieder zurück und dann machen die hier oder machen die da und dann machen die das Format und das Format. Und man merkt einfach, die Leute sind verwirrt. So, Okay. denen fehlt so dieses Verständnis von Hip-Hop, was mir ja in der Jugend. Oder die haben einfach auch Bock, irgendwie Dinge zu tun, sich zu verändern, zu wachsen, neue Sachen zu erleben, auszuprobieren. Ich finde es schade, dass ihr das in so einem krass negativen Kontext so erwähnt. Weißt du, wie ich meine? Leute gehen, Leute kommen wieder, Leute weinen vor der Kamera. So, ja, Bro, ich bin halt ein Mensch, weißt du? Ich bin auch ein realer Mensch, der immer versucht, alles, was er in sich hat, auch mit der Öffentlichkeit zu teilen. Ehrlich zu sein. Und ich bin auch ein verrückter Typ, so, auch ein crazy Dude. Und ich kann auch nachvollziehen, dass nicht alle das irgendwie verstehen können. Weißt du so? Das kann ich auch wirklich nachvollziehen. Aber ich bin halt so, wie ich bin. Weißt du? Und ich habe immer versucht, das, was ich ehrlich bin, in der Öffentlichkeit zu präsentieren. So, und so, er hat ja auch gemeint, das hat nicht richtig was mit Hip-Hop zu tun. Ich weiß nicht so. Also ich sehe mich schon als jemand, der. Ich bin mit Hip-Hop groß geworden. Ich habe Hip-Hop schon immer im Herzen. Und ich bin schon immer Hip-Hop. Ich bin schon immer, hab mich Hip-Hop angezogen, hab mich Hip-Hop artikuliert, bin Hip-Hop rumgelaufen. So, das war immer schon Teil meiner DNA. So, weißt du, wie ich meine? Und deswegen habe ich auch irgendwann angefangen, dieses Deutschrap-Ding so krass zu promoten, weil ich wollte das
Deutschland auch eine geile Hip-Hop-Kultur und eine geile Hip-Hop-Szene hat. So. Ja, Bro, keine Ahnung. Also ich sehe mich selber als Teil von Hip-Hop definitiv. Ich bin Hip-Hop im Herzen ganz tief, in meiner DNA so. Und das lasse ich mir auch nicht ausreden. Aber dass es jemand vielleicht nicht nachvollziehen kann, kann ich auch irgendwo verstehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass das so ein negatives Licht von seiner Seite jetzt reingerückt wird. So. Weil natürlich, ich bin Flair auch für immer dankbar, dass er mich damals supportet hat, beziehungsweise der erste Gast bei Comments Café war. So, und mir da irgendwie auch geholfen hat, mich da so zu etablieren, in Anführungszeichen. Aber nichtsdestotrotz, Bro, es besteht auch immer so eine, es ist auch immer eine Gegenseitigkeit, die da an den Tag kommt. So, weißt du, man hat sich auch gegenseitig supportet. Ich weiß, dass diese Interviews, die ich mit Flair gemacht habe, und es waren einige, die immer eine krasse Reichweite gekriegt haben und zu den Zeiten, wo ich die rausgehauen habe, auch meistens die stärksten waren von der Klickrate her. Und es hat natürlich auch einen Vorteil für ihn gehabt, so. Das braucht man nicht kleinreden oder sollte man nicht kleinreden, so. Nichtsdestotrotz, ich werde auch, egal was er sagt oder nicht sagt, immer dankbar sein, auch dass er nach dem Shitstorm sich noch mit mir hingesetzt hat, so. Hat jetzt irgendwie einen Abfuck bekommen, weil ich vielleicht irgendwie einfach wieder aus der Szene rausgegangen bin, beziehungsweise einfach mal nach Mexiko abgehauen bin für eine Zeit lang, so. Jeder macht halt sein Leben, jeder lebt sein Leben, jeder hat seine Sachen zu, weißt du, zu handeln, so. Und jeder macht so, wie er für richtig hält. Ja, Digga, ist halt seine Meinung. So ein richtiges, so einfach so ein Lebensmodell gegeben hat, ne? Ja. Und dann merken, die Leute halten auch den Schmerz nicht aus, die Leute halten auch Gegenwind nicht aus, die Leute halten einfach auch die Hitze nicht aus so und knicken dann ein und sind dann traurig und links und rechts und Polizei oder auswandern und rumheulen und so. Das ist einfach alles, ich will, und auch viele Rapper da draußen und so, ich bin da einfach fertig. Da wird so voll viel gerade in einen Topf mit reingeschmissen, so Polizei, irgendwas, habe ich nie irgendwie was mit zu tun gehabt. Der will jetzt irgendwie Burak und mich in einen Topf mit reinschmeißen, anscheinend hat der Burak irgendwie die Polizei irgendwas gerufen wegen Flair, Stress, dies, das. Bla, damit habe ich ja nichts zu tun, Bro. Ausland, auswandern auf jeden Fall so, aber das hat auch seine Gründe gehabt, weißt du, wie ich meine, so. Man kann halt auch nicht da reinschauen. Ich habe halt für mich meine persönlichen Gründe und von außen sieht es vielleicht mal so aus, vielleicht mal so aus, so. Das Wichtigste ist für mich persönlich, dass ich mit mir selber im Reinen bin am Ende des Tages, so. Weißt du? Alter, ich supporte da keinen mehr. Okay, ja, klare Antwort. Ja, hier ist noch ein gut klare Antwort. Zinnig. Zinnig it out, man. Ich glaube, das war's auch schon an der Stelle. Ja. Okay, Dicker. So war ja jetzt nicht so schlimm irgendwie. Auch nicht krass persönlich jetzt so. Bisschen negativ halt angehaucht so. Aber was willst du machen so? Jeder hat da seine Meinung und jeder ist auch anders. Bro, aber es ist halt seine Meinung gewesen. Ich akzeptiere das so, ich nehme das so hin. Auf süß. Ist halt doch so, jeder ist auch unterschiedlich, weißt du? Wie gesagt, für mich gibt es da gar keine negativen Vibes so. Ich kann es nachvollziehen, dass ein Flair das vielleicht nicht verstehen kann, wie ich meine Dinger gemacht habe in der Öffentlichkeit, was ich getan habe schon alles, dass ich mich auch hingesetzt habe und zum Beispiel auch mal geweint habe vor der Kamera, so. Also Dinge, die kann er vielleicht auch mit seinem Leben und so, wie er aufgewachsen ist oder was er ist, nicht richtig nachvollziehen, weißt du, so, und dann kann man das ihm auch nicht übel nehmen, so. Jeder ist anders, Bro, weißt du? Ich bin so, wie ich bin und ich, zum Glück stehe ich auch zu mir, so. Und ich mag mich auch, so. Weißt du, wie ich meine? Ich habe natürlich auch meine Selbstwertprobleme, so, aber das wird besser, weißt du? So ist das, gell? So ist das. Man merkt, der hat sich gar nicht mehr mit dir beschäftigt. Ja, ist auch okay, Bro. Alles cool. Von meiner Seite nur Liebe, Dicker.